haben Sie wohl nicht damit gerechnet, der absolute Superstar der World Wrestling Federation kommt also direkt vom Nordpol. Ja, Günther, da muss ich dich natürlich fragen, warst du auch schön brav? Vielleicht hat der Nikolaus irgendwas für dich in seinem Sack? Also ich meine, man sieht es ganz deutlich, beziehungsweise man hört es. Dadurch, dass ich immer noch in der Lage bin zu sprechen, muss ich also brav gewesen sein, denn es ist ja bei uns in Bayern sonst gang und gäbe, dass der Krampus, ich habe ihn schon mal erwähnt, Knecht Ruprecht, für die Nicht-Bayern uns in den Sack steckt und dann mitnimmt. Aha, der Nikolaus kündigt an, dass er für die Kinder, die dort unten sitzen, etwas hat und auch für Ray Rougeau. Und was kriegen wir? Wir kriegen die Bilder geliefert. Ist doch auch schön. Auch schön. Er will stehen bleiben. Ja, aber der Nikolaus ist eine Respektsperson. Wahrscheinlich hat er seinen Rentierschlitten irgendwo draußen stehen. Ja, wie kommt man sonst vom Nordpol hierher? Ganz genau. Ja, wie wäre es denn, ein Treffen mit dem Nikolaus zu gewinnen, Carsten? Da sind wir beim Thema. Du hast dich da schön rausgedrückt. Wie war es denn bei dir am 6. Dezember? Ja, also ich habe auch meinen Stiefel natürlich rausgestellt und da war auch einiges drin. Also ganz so schlimm kann ich nicht gewesen sein. Hoffe ich zumindest. Ich will auch jetzt nicht schlimm sein. Wir wollen natürlich. Ich warte nur darauf, dass er jetzt gleich die Geste macht. Jawohl, da ist sie schon. Basta, sagt er wahrscheinlich, oder Finito, oder ich weiß nicht, bin aber gespannt, ob der kleine Doink ebenfalls mitkämpfen darf. Aber er gilt ja wahrscheinlich sowieso nur als halbe Portion. Vielleicht sagt man eins, anderthalb, das ist nicht so schlimm. Doink. Was ist das dann, ein eineinhalb Tag-Team? Ja, ich weiß nicht. Und Doink hat wieder, Herr Tanaka ist ein ganz schönes Kraftpaketchen. Und hier fängt er Martin Ginetti ab. Zeigt die Powerbomb. Wunderschön hat er das gemacht. Und die Powerbomb, die Wrestling-Experten wissen das bestimmt. Das ist ja eine japanische Spezialität. Die sieht man dort ständig eigentlich. Aus jeder Aktion heraus. In Amerika ist sie nicht ganz so populär wie in Japan. Diesel, volle Kanne voraus mit ausgestreckter Faust. Reim dich oder ich schlag dich. Doch Diesels Gegner ist Razor. Auch der blitzschnelle 1-2-3-Kid ist dabei. Man on a Mission runden das Programm ab. Wenn der Undertaker da von oben kommt, der Seiltänzer unter den Superstars der World Wrestling Federation. Allerdings sonderlich grazil ist er nicht, eigentlich eher ein Haudegen. Jetzt noch schnell die Arme verschränken, in die Kamera schauen oder wo mir die Augen dann sind. Jawohl, das war's. So, da haben wir also BB gegen BB, aber es ist nicht Brigitte Bardot gegen Barbara Bach, was mir persönlich jetzt gerade im Moment lieber wäre. Du denkst an das Damenturnier, Günther. Das jetzt, ja, sein T-Shirt fällt mir auf, könnte er jetzt endlich mal wechseln und auch mal waschen. Das gleiche gilt für die Hose. Aber der Brooklyn Brawler kommt aus Brooklyn, wie es der Name schon sagt. Und da nimmt man es nicht unbedingt immer so genau mit der Wäsche. Der 1-2-3-Kid, also ich weiß gar nicht, was der für Knochen hat. Unser Gummimännchen der World Wrestling Federation. Fantastisch, wie er hier... Ja, da muss immer ich ran, das ist ganz klar, wenn diese Geräusche auflaufen. Ich weiß auch nicht, warum. Was hast du gesagt, Günther? Ich habe mir gerade die Ohren zugehalten. Was ist da los? Gut, der Bestien Burger stinkt ja wirklich gegen den Wind. Das merkt man sogar über den Bildschirm. So erfahren er, sagt zu Mr. Fuji, okay, mein Freund, wenn du nochmal was machst, dann fliegst du raus. Der Ringrichter, jetzt komme ich schon durcheinander. Vor lauter, ich kann es echt nicht fassen, was hier abgeht. Es ist natürlich ein Plastikstuhl, das sollte man für alle Zuschauer, die es vielleicht nicht genau wissen, sagen. Das tut natürlich mordsmäßig weh. Und hält einfach einen draußen. Es führt zu keinen Verletzungen oder sowas. Aber das war eine dumme Aktion, aber Bret Hart reagiert sofort, kann sich befreien, indem er Yokozuna herzhaft beißt. Ich wüsste ja ganz gerne mal, was das für eine Geschmacksnote ist. Mr. Fuji immer noch benommen. Ja, der klassische Ohrbeißer war das nicht ganz fein, aber in diesem Falle, bei diesem verbissenen Match zwischen den beiden, rechtfertigt das Mittel den Zweck? Ja, wie gesagt, nicht fair, nicht fein, wie Ottos Reporter Harry Hirsch immer gesagt hat. Ja, meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie wieder ganz herzlich zu den Superstars. Und Sie werden es feststellen, heute eine leicht verkürzte Version aufgrund der Premiere von Wild Palms hier bei RTL 2. Aber Sie haben sicher Verständnis dafür. Bastian Booger will seinen Gegner wohl wieder erstinken. Ja, liebe Fans, der Jahreszeit und der beginnenden Ski-Weltcup-Saison angepasst, kommt Manager Johnny Polo mit Skistöcken in den Ring. Und ich bin nur froh, dass seine Landsleute weit, weit weg sind, nämlich in Europa, und die ihn nicht sehen können. Also das sieht wirklich etwas lächerlich aus, dieses Outfit. Ich würde ihn gern mal auf der Skipiste begegnen, natürlich mit Skien auch noch an den Füßen. Er würde mal zeigen,
können, was er tatsächlich drauf hat? Ja, du läufst ja, Ski, ich tue das ja nicht. Also kannst du ihn dann dazu herausfordern? Hier siehst du schon Mabel, ganz leichtfüßig schleicht er durch den Ring. Er rappt sich quasi gehenderweise durch den Ring. 240 Kilo leichtfüßig durch den Ring bewegen. Das sollten Sie mal versuchen. Ja, den Brawler, je öfter wir ihn sehen, umso mehr drängt sich doch die Frage auf, ob wir nicht eine Spendenaktion wirklich starten sollten. Der Arme hat tatsächlich nur ein T-Shirt. Und wenn es jetzt kalt wird im Winter, er kommt ja aus New York, auch da ist es ziemlich kalt. Da könnte er leicht ins Frieren geraten. Ja, da wäre ein Jäckchen vielleicht ganz angebracht. Und Sie sehen die typische Angriffsweise von Ludwig Borger. Er fängt an, noch bevor sein Gegner überhaupt fertig ist. Ja, da muss ich schon sagen, wundere ich mich. Schauen die sich alle nicht die Kämpfe der anderen an? Haben die keine Videorekorder zu Hause oder was auch immer? Das weiß man inzwischen. Also wirklich, ist kein Geheimnis. Ich denke, jeder Zuschauer weiß, dass dieser Ludwig Borger nicht wartet, bis der Gegner fertig ist. Da muss man doch mal drauf vorbereitet sein. Ja, da kommt einem fast das leckere Weihnachtsmenü wieder hoch, wenn man hier Bestien Burger sieht. Also, ich habe mich zwar sicher nicht ihm angeglichen, aber doch über die letzten Tage sicher 1-2 Kilo zugelegt. Muttern sorgt da schon dafür. Ich hoffe, Sie haben auch die Feiertage gut verbracht. Wie war es bei dir, Carsten? Ja, das Übliche eigentlich genau wie bei dir. Einfach mal nichts getan, einfach mal gefaulenzt. Wie sich das ja eigentlich auch so gehört, im Kreis der Familie. Ja, aber ich muss eins ganz ehrlich sagen, Günther, also bei Bastian Booger zu Hause möchte ich eigentlich nicht gewesen sein, denn ich glaube, da wäre mir etwas anders geworden, wenn ich so seine Essmanieren kenne. Brad und Owen Hart. Naja, gut, okay, aber in welcher Familie gibt es keine Streitigkeiten? Ich habe mich mit meinem Bruder früher auch gestritten, wir waren dafür bekannt. Heute haben wir uns zusammengerauft, das kommt immer bekannt, mal vor. Verschrien. Ja, du kennst mich ja gar nicht. Ganz doch trier hat wieder gehalten von euren Streitigkeiten. Liebe Zuschauer, das stimmt natürlich nicht. Der Günther muss mal wieder maßlos übertreiben. Aber bei mir war es ehrlich, mein Bruder ist 1,5 Jahre jünger. Also genau das richtige Alter, um sich auch kloppen zu können. Genau das gleiche bei mir, ja, richtig. Nein, aber vor allen Dingen, Günther, was wir auch noch mal erwähnen müssen, ja, der Royal Rumble am 12. Februar, Samstag, 10 Uhr, hier bei RTL 2. Ist es soweit? Bleiben Sie weiter fleißig. Jetzt zum Jahreswechsel vielleicht Ihre guten Vorsätze für das neue Jahr. Ich will auch immer brav und fleißig mein Wrestling gucken. Ich glaube, dass niemand die guten Vorsätze für das neue Jahr schriftlich festhält. Man könnte ihn drauf festnageln. Also ich glaube, das sind eher Dinge, die im Kopf vor sich gehen. Ich habe mir auch so meine Dinge vorgenommen, werde mich aber hüten, die preiszugeben. Wer weiß, das ist ganz klar, ob ich in der Lage bin, sie durchzusetzen. Ganz klar, aber schreiben Sie uns vielleicht Ihre Wünsche für das nächste Jahr, welche Wrestler Sie mal wieder gerne sehen würden. Sie wissen ja, die World Wrestling Federation reagiert ziemlich positiv auf diese Anregungen aus Deutschland. Da fällt mir ein, jetzt habe ich gesagt, ich hätte schon meine guten Vorsätze. Und ich glaube, dass die betreffenden Leute auch schon ganz genau wissen, wer gemeint ist und was ich mir vorgenommen habe. Oh, oh, oh. Ja, Carsten, da wirst du dich wohl festnageln lassen müssen. Jetzt nicht unbedingt hier vor unseren Zuschauern, aber wie du schon sagst, die entsprechenden Herrschaften wissen Bescheid. Ja, ganz genau. Aber das ist ja auch in Ordnung so. Jedes Jahr versucht man, etwas besser zu machen. Und ich finde, das ist auch ganz gut so. Aber wenn ich so früh an das Megafon von Jimmy Hart denke, dann glaube ich, ist diese Tröte von Dink das passende Äquivalent. Ja, die gleiche Größe hat es auch. Hier erschreckt er den Ringrichter. Du meinst, Dink ist genauso groß wie das Megafon von Jimmy Hart? Im Verhältnis die Tröte zum Megafon wie Dink zu Jimmy Hart. So, das können Sie jetzt selber ausrechnen. Ich mache das nicht. Ich war in Mathe immer schlecht, immer eine 5. Also, das wollen wir mal lieber lassen. Ich bin mal gespannt. Die direkt proportionale Komponente. Oh, so, jetzt fangen da was mit an als Nicht-Mathematiker. Naja, die alten Jokes aus der Schule kommen da wieder. Aber ich will das jetzt nicht sagen, sonst fühlen sich manche Leute vielleicht angegriffen, also lass ich es besser mal. Vor allem das in der Ferienzeit, Gott sei Dank Schule ja momentan fern. Ja, und bisher sind wir ja auch immer ganz gut mit unseren Zuschauern klargekommen, nehme ich mal am Laufe dieses Jahres, und das will ich jetzt nicht noch gefährden durch irgendeine blöde Bemerkung. Obwohl, in der vorletzten Sendung des Jahres. Blöde Bemerkungen haben wir ja eigentlich oft genug gebracht. Da wollen wir zum Ausklang des Jahres unseren Stil sicher nicht ändern, Günther, oder? Ja, Intelligenz liegt uns ja auch nicht so besonders. Echt? Widersprich doch endlich, komm! Wir machen die blöden Bemerkungen ja nur, dass jeder Zuschauer zufrieden ist. Wir könnten natürlich auch eine philosophische Sendung daraus machen. Ja, es macht einfach Spaß, sich diese Szene... Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur letzten Sendung des Jahres 1993 hier bei RTL 2. Aber keine Bange, Sie werden natürlich die World Wrestling Federation auch im nächsten Jahr wiedersehen. Ja, ganz bestimmt.
Also kein Abschied. Und sicher einer von denen, die eben gerade 94 vielleicht weiter bis ganz nach oben kommen könnten. Klar, es gibt mit Sicherheit einige Leute, zu denen Reno Riggins gehört, die an der Stufe zum Durchbruch stehen. Das muss man sagen. Es ist natürlich die Frage, was sie aus ihren Anlagen machen. Ja, Sie haben gerade eben gesehen, dass Sie schon gleich zu Anfang des Jahres, am 12. Februar nämlich, um genau zu sein, der Royal Rumble hier bei RTL 2 erwartet. Wie üblich natürlich in voller Länge und ungekürzt. Ja, das war ja das Hauptereignis, das letztes Jahr noch nicht auf RTL 2 zu sehen war. Du meinst dieses Jahr, du bist schon im nächsten Jahr. Also am 6. März, Sie erinnern sich sicher, denke ich, als treue World Wrestling Federation Fans, ging es ja los mit den Übertragungen bei RTL 2. Aber alle anderen Großereignisse haben wir natürlich ins Bild gesetzt. Und Carsten, hier vielleicht die Gelegenheit zurückzublicken, waren wirklich ganz tolle Dinger dabei. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten auch das erste King of the Ring Turnier. Das war natürlich auch eine ganz tolle Sache. Das wird es auch nächstes Jahr wieder geben. Das heißt also, nächstes Jahr 5 Großereignisse. Können Sie sich schon mal im Kalender rot ankreuzen. Dann werden natürlich auch wieder Tourneen stattfinden. Die erste ebenfalls im Februar. Das haben Sie ja schon gehört. Und Sie werden auch weiter Hinweise bekommen. Ja, ein Dreivierteljahr ist jetzt RTL 2 auf Sendung mit den Sendungen der World Wrestling Federation. Großer Erfolg, keine Frage. Und sehr viel Resonanz bei Ihnen auch. Sie haben sehr viel geschrieben, das gefällt uns natürlich sehr gut. Dann weiß man wenigstens, für wen man die Sendung macht. Und das sollte man, glaube ich, nie vergessen. Ganz genau, der Zuschauer ist das Wichtigste. Der Kunde ist König auf gut Deutsch. Ja, richtig. Hört sich zwar blöd an, der Satz, so kaufmännisch, aber es stimmt letztlich. Ja, wir versuchen auf alle Fälle, das Unsere dazu zu tun. Also Ihnen die Kämpfe so spannend zu präsentieren, wie sie sind. Jetzt fang aber nicht wieder mit Matt an. Das haben wir ja, aber du hast ja deine Hausaufgaben gemacht. Aber ja, ich habe es trotzdem geschafft, durch die Schule zu kommen, auch wenn mich Mathe manchmal fast... Du hast ja sogar ein Abitur. Etwas gekostet hätte. Obwohl das natürlich in eurer Gegend ja einfacher sein soll, Günther, als in bayerischen Landen. Günther, bitte. Ich habe das ja sehr vorsichtig ausgedrückt. Ja, so klein. Tja. Ich meine, die einzig durchtrainierten Fasern an Bastian Burger sind seine Klamotten, wenn sie denn mal gewaschen werden. Und die Kaumuskeln. Also, ja, ich denke, die sind richtig fit bei ihm. Ja, Rückblick, Jahresende. Die Sendung ändert sich auch, nähert sich dem Ende. Jetzt komme ich schon durcheinander. Eine Szene ist mir im Kopf geblieben und ich hoffe, irgendwann komme ich auch. Denn erinnert sich noch an WrestleMania, diese unheimlich tolle Show im Caesars Palace. Und der Einmarsch von Randy Savage, also dem Kommentatorenkollegen, da war er ja noch Kommentator. Günther, das wäre ein Ziel von mir auch mal so. Günther, du träumst nach wie vor davon, dass man dich mit einer Sänfte ins Studio trägt. Also das ist kaum möglich. Du meinst wohl, da gibt es keine kräftig genugen Träger für mich. Und wenn wir schon beim Rückblick sind, in dieser Stimmung, die wir heute haben, also um mal zu dir zu kommen, wenn du mich auch immer kritisierst, ich würde hier Unwahrheiten verbreiten oder so. Ganz so schlimm ist es ja nicht. Mir hat das Jahr Spaß gemacht. Ich hoffe, es geht im gleichen Stil auch nächstes Jahr weiter. Also wirklich war schönes Zusammenarbeiten. Ja, mit Sicherheit. Naja, aber es ist ja auch kein Wunder. Wir werden immer wieder gefragt, woher wir uns kennen. Na, wir kennen uns schon 5, 6 Jahre. Sind seit der Zeit auch eigentlich gut miteinander befreundet. Nehmen uns nicht allzu ernst. Das ist Ihnen wohl nicht entgangen, liebe Zuschauer. Aber genau so sollte es eben auch sein. Man darf das alles nicht so tierisch ernst nehmen. Man sollte seinen Spaß haben hier in der World Wrestling Federation. Dazu ist sie da. Wir müssen unseren Stil nicht ändern. Kommen jetzt also wieder zurück zum Kommentieren. Und den Stil auch nicht. Den auch nicht. Na gut. Stolperst du über spitze Steine? So ungefähr, ja. Und bevor wir jetzt zur Vorschau kommen, möchte ich noch schnell mal einen Gruß an all diejenigen Freunde und Bekannten loswerden, die mich an Silvester leider nicht zu sehen bekommen. Wir müssen arbeiten. Das war's für heute und für das Jahr 1993. Nächsten Montag, also 1994, geht es munter weiter. Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr. Danke für Ihr Interesse bisher. Wir werden uns bemühen, Ihnen noch weiter nur das Beste zu bieten. Tschüss, bis dann.